Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Dezember 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, beginnen wir mit deiner intuitiven Nachricht. Viele Gäste im Dezember 2023. Es geht nicht darum, dass du Gastgeber sein musst bei dir zu Hause. Eher Gäste in deinem Raum, auf deinem Profil, in deinem WhatsApp. Gäste. Viele Leute, die dich besuchen wollen. Ja, sei es digital, sei es offline, analog. Ja, wollen dich Leute besuchen. Nur das Problem ist, Steinbock, es sind unwillkommene Gäste. Du willst diese Leute nicht. Hast dir eigentlich vorgenommen, diese Leute nicht mehr in dein Haus zu lassen? Ja? Damit ist nicht nur deine Wohnung gemeint. Ja, ich sage ja auch hier, oder? Hey, hier bei Inbalz Tarot bist du in meinem Haus, oder? Benimm dich, oder? Ist digital mein Haus, oder? Auch digital. Liken Menschen, die deine Dinge nicht liken sollen, ja, deine Posts nicht liken sollen, liken sie deine Posts, obwohl du das nicht willst, und Menschen schreiben dir, okay, obwohl du nicht willst. Nee, ich rede nicht von Spam-Nachrichten von diesen afrikanischen Organisationen da, ja. Zahnarzt von New York und solche Dinge. Nee, nee, ich meine nicht die. Die bekommen alle. Ja. Es gab eine, die... Schätzel, bist du Steinbock? Ich hatte eine in den Kommentaren, die einen Zahnarzt aus Amerika kennengelernt hat, jünger wie sie. Ja. Ich habe ihr dann erklärt, dass das Fake ist. Sie will das nicht glauben. Okay, gut. Aufpassen bei solchen Dingen. Nee, ich meine direkte Nachrichten von Menschen, die eigentlich Hausverbot haben bei dir. Hm? Bei der Kelche hier. Oh, Karma in Bezug auf Freundschaften hier. Ach, der Stäbe. Also, im Dezember 2023 geht es für dich darum, wer deine Freunde sind, okay? Also hier habe ich Gerechtigkeitskarte, hier habe ich auch der Stäbe, das Kommunikation, das von den Leuten kommt, okay? Hier das Rad des Schicksals, die Situation ist jetzt nicht mehr die gleiche wie vorher, okay? Der Mond hier, Menschen fallen in Paranoia in Bezug auf dich. Warum will Steinbock nicht mehr, dass ich komme? Warum will Steinbock nicht mehr? Warum antwortet mir Steinbock nicht mehr? Okay, drei der Kelche hier. Wie ging dieser Spruch? Sag mir, wer deine Freunde sind. Und ich sage dir, wer du bist. Sehr klischeehaft. Stimmt auch meistens nicht. Ja, ich bin mit Prostituierten und Diplomaten befreundet. Was bin ich jetzt? Eine diplomierte Prostituierte. Aber es ist halt schon so, Steinbock, im Dezember schaust du vermehrt drauf, ja, mit wem du dich umgibst. Nicht im Sinne von elitärer Club oder so, sondern du schaust wirklich, ja, oder mit was für Leuten, oder geben mir diese Leute etwas, oder lerne ich etwas von denen? Umgebe ich mich mit Leuten, die vor allem was von mir lernen, oder lerne ich von den Leuten? Habe ich eigentlich Künstler in meinem Umfeld, oder habe ich keine? Warum habe ich keine? Ich sollte Künstler in meinem Umfeld haben. Das braucht es auch. Und es braucht auch Realisten in meinem Umfeld. Ich schaue mal rum. Habe ich überhaupt Realisten in meinem Umfeld? Warum nicht? Ich sollte Realisten. Oder so werden deine Gedankengänge im Dezember 2023 sein, ja, dass du dir da vermehrt Gedanken darüber machst, wie dein Umfeld dich als Mensch formt. Okay? Gut. Das drei der Kelche, die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. Das hier sind drei beste Freundinnen. Und nee, es geht nicht darum, dass du beste Freunde findest. Es geht einfach um das Thema an sich. Wer sind meine Freunde? Wer sind meine besten Freunde? Mit was für Menschen
verbringe ich Zeit. Ja, das ist so das. Hier, Ritter der Münzen, das ist die Steinbockkarte hier. Ja, man sieht hier ganz klar, dass du hier auf gewisse Freundschaften verzichtest im Dezember. Ich habe investiert, ich habe daran gearbeitet, ich habe mich bemüht, ich habe diesen Menschen meine Zeit geschenkt, Energie geschenkt und all das. Und dann habe ich gemerkt, wie ging der andere Spruch? Dass ich der Schlauste im Raum bin. Ja? Wie ging der Spruch? Wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Hm? Und das hast du gemerkt und das ist so dieses, oder? Count your losses. Zähle deine Verluste zusammen und dann geh weiter. Ja, anstatt die Verluste zu vermehren. Ich habe den Eindruck, dass du im Dezember sehr viele wertvolle Freundschaften, wertvoll im Sinne von, du hast da viel Wert reingesteckt, zurücklässt. Einfach weil du merkst, dass es dir keinen Wert gibt. Ja? Ich habe diesen Leuten Wert gegeben, ja, aber sie mir nicht. Ich habe da nichts Wertvolles zurückbekommen. Gut. Oh, ich sehe hier gerade was. Moment. Eilmeldung hier. Du hast die ganze Zeit Eilmeldungen, Steinbock. Schau ein bisschen mehr, was Vögel und so dir sagen wollen. Wirklich. Schau mal auf die Zahlen und so, Uhrzeit. Welche Uhrzeit du immer wieder siehst. Ich sehe hier manche Steinböcke nächstes Jahr heiraten. Und zwar mit viel Pomp. Komm mir nicht mit, das kommt nicht in Frage. Da heiraten Steinböcke mit sehr viel Pomp nächstes Jahr. Schau, 10 der Kelche. Hier der Beweis. Du momentan so, wovon redet sie? 10 der Kelche nächstes Jahr. Ja. Zur Info. Mal so nebenbei, gell? Schauen wir weiter. Ja, ist gut, dass du jetzt schon so aussortierst ein bisschen, gell? So eine Ehe ist dann oder Arbeit für sich und dann brauchst du schon oder ein bereinigtes Umfeld sozusagen. Okay, ich habe hier den Gehängten. Soll ich dir mal was sagen? Steinbock, ich glaube, dass diese Menschen hier, von denen du dich verabschiedest im Dezember, ja, wo du einfach merkst, die geben mir nichts zurück, ich glaube, dass diese Menschen dich für verrückt halten. Okay. Verrückt. Wortwörtlich verrückt. Jeder Mensch hat seine eigene Normalität. Ja, ich lege hier Karten und finde das ganz normal. Eine andere Person findet das anormal. Inwiefern, oder beeinflusst mich das jetzt? Wieso sollte mich das interessieren? Warum sollte es dich interessieren, dass Menschen dich für verrückt halten? Also, wenn jemand dich für verrückt hält, Steinbock, ja, wenn sie dich das spüren lassen, dann schau mal genauer hin, wer genau dich da für verrückt hält. Wenn da eine verrückte Person dich für verrückt hält, ja, dann bist du okay. Dann ist ja alles gut, ja. Es gibt ja einen Grund dafür, dass du hier sagst, oder hey, oder ich gebe hier die ganze Zeit, oder ich bin hier eine Bereicherung für euch, aber ihr macht mich ärmer, ja, seelisch ärmer, intellektuell ärmer, finanziell ärmer, zeitlich ärmer, oder ich habe was abzugeben, ihr habt mir nichts zu geben, ja? So verabschiedest du dich und dann heißt es, ah, Steinbock ist verrückt, ja. Könntest du hier den Eindruck haben, im Dezember, Steinbock, dass Menschen oder dich so spüren lassen, so, Alter, du spinnst doch, oder irgendwas stimmt doch nicht bei dir. Ja, irgendwas stimmt doch nicht bei dir. Gut, du bist Steinbock. Wenn du jetzt ein anderes Sternzeichen wärst, ja, dann würde ich hier jetzt erzählen und erklären und machen und tun und ist doch egal, scheiß doch drauf. Aber ich denke, dir muss man das nicht erklären. Das ist dir sowas von wurscht. Ich habe hier den Gehängten liegen. Ich habe den Eindruck, dass sich hier ab Anfang 2024 dein Leben sich komplett kehren wird. Und das ist dann, oder es ist völlig normal, dass du jetzt schon energetisch darauf vorbereitet wirst sozusagen und sowieso die Sprache, die diese Menschen sprechen, nicht verstehst. Okay? Nicht mehr verstehst. Ich verstehe nur noch 2 der Kelche.
Sorry. Ich muss hier glatt streichen, damit es so glatt gestrichen ist wie dein Liebesleben hier. König der Schwerter, im Dezember, Steinbock, verabschiedest du dich von diesen Menschen und gehst hier hinein in Zweiderkirche, in diese Zweisamkeit. Ja, das ist die Kollegin, die sich nicht mehr meldet, nachdem sie den Kerl gefunden hat. Die wirst du. Die wirst du sein. Ist gut. Anscheinend bist du ja verrückt, dann ist ja gut, oder? Dass du dich so anormal, so verrückt verhältst. Dein Leben kehrt sich hier komplett. Dein Fokus wird ab Dezember dieser König der Schwerter hier sein. Kann hier bei Mond, Venus, Aszendent ein Luftzeichen haben. Ja, zwei der Kelche hier. Du wirst hier im Dezember mit einem König der Schwerter, einem sehr intelligenten Menschen, Steinbock, sehr viel Zeit verbringen und so eine magische Verbundenheit herstellen. Ja. Das ist auch sehr interessant, wie bei diesen Karten hier die Hände dargestellt werden. Ihr zwei, ihr seid unterschiedlich. Ja? Nee, ist nicht Hans und Marie, sondern Hans und Latifa. Ja? Das hier ist auch nicht Latifa und Mohammed, sondern Mohammed und Heidi. Ihr seid unterschiedlich, ja, man sieht es hier auch an den Hautfarben. Ihr seid ziemlich unterschiedlich, ihr zwei. Und das ist auch interessant. Ich sehe hier... in euren Dokumenten sehe ich hier einen Altersunterschied, aber seelisch seid ihr im gleichen Alter, ihr zwei. Entweder bist du sehr reif oder dein Gegenüber sehr, sehr jung im Herzen. Okay, oder umgekehrt eben. Siehst du, du hast eh nur noch ein Auge für diesen Menschen. Und es ist ja, bei zwei der Kirche geht es ja darum, dass man auf Augenhöhe ist. Ja? Du hast hier irgendwo, Steinbock hier in der Vergangenheit, hast du irgendwo gelernt, dass ein Geben und Nehmen auch in Freundschaften herrschen muss. Ja, oder dass Freundschaft nicht ist, dass du hier die ganze Zeit Menschen belehren musst, Menschen die Augen öffnen musst und, und. Und hier kommt eben das auf Augenhöhe mit zwei der Kelche. Wer auch immer diese Person ist, wir werden jetzt auch sehen, jetzt mehr sehen, ja, ich werde hier noch mehr Karten ziehen. Mit diesem Menschen herrscht ein Geben und Nehmen. Du erzählst diesem Menschen etwas, das du weißt, und dieser Mensch erzählt dir etwas, das er sie weiß. Du lernst etwas dazu und du lehrst nicht nur. Ja? Oder du schenkst diesem Menschen etwas und dieser Mensch schenkt dir auch etwas Ähnliches. Es passt, ja? Es ist ein Geben und Nehmen hier. Und du bringst diesen Menschen zum Lachen und dieser Mensch bringt dich genauso zum Lachen. Du bist nicht die einzig tolle Person sozusagen. Okay. Die Legung kommt während den Black Friday Vorwochen raus. Es gibt 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen mit dem Code BLACKTAROT2023. Alles zusammen und groß geschrieben. Findest den Code auch auf meiner Webpage. Okay. Nein, der Münzen hier. Ich gehe los und ernte meine Früchte, sagst du. Hier, König der Stäbe, der Kerl sieht auch noch gut aus. Ja, und das ist ja das Interessante. Schau mal, ich habe hier 4 der Münzen, 9 der Münzen, 4 der Münzen. Das macht 3 der Münzen. Bei 3 der Münzen geht es darum, dass zwei Menschen sich zusammentun und gemeinsam etwas aufbauen. Okay? Und man kann nur gemeinsam aufbauen, auf Augenhöhe, miteinander arbeiten an etwas, wenn diese zwei Teammitglieder das Gleiche bringen können. Von 3 der Kelche wechselst du hin zu 3 der Münzen, Steinbock. Von haha, hihi, anstoßen, lachen und tun, ohne irgendwelche Resultate zu haben für deine Bemühungen hier, ja, wechselst du hin zu fruchtbaren Freundschaften, fruchtbaren Beziehungen. Das ist, Liebe, ist ein König der Stäbe. Kannst du mir nicht sagen, dass ihr Kollege sind. Verbindungen, wo dann etwas entsteht, wo man gemeinsam etwas aufbaut, anstatt dass du die ganze Zeit mit Leuten im gleichen Raum sitzt und die ganze Zeit diese Leute aufklären musst. Ja. Wirst schon ein bisschen so von der Klickenperson hin zu Beziehungsperson. Ja. Eben diese Kollegin da, die sich nicht mehr meldet, seit sie diesen Kerl hat. Ich werde hier, Steinbock, mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich hier fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren.
Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.